Heute habe ich wieder 10 interessante Leaks für euch. GTA 6, einer geiler als der andere und vieles, was zeigt, dass das Spielgeschehen in GTA 6 deutlich realistischer wird. Thema NPCs und so weiter. Es wird alles deutlich realistischer. Das zeigen diese Leaks auf jeden Fall. Wir fangen direkt mal an mit NPCs, die auf Alarmanlagen reagieren könnten. Du klaust irgendwo ein Auto in der Nähe, es sind irgendwelche Passanten, NPCs. Es kann sein, dass sie das völlig ignorieren, weil sie keinen Bock haben auf Stress. Es kann aber auch sein, dass die das Handy ziehen, die Cops rufen, vielleicht sogar noch eine Beschreibung von dir und dem Auto durchgeben, sodass die Cops wissen, wen sie jagen müssen. Coole Sache. Dann haben wir Underground-Kämpfe, habe ich mir aufgeschrieben. Du kannst im Untergrund, ich gehe davon aus, dass das nur Jason kann, wirst du wohl Untergrundkämpfe bestreiten können. Du kannst wetten, du kannst auf dich selber wahrscheinlich wetten, du kannst eine Menge Holz damit machen. Dann gibt es verschiedene Kampfstile für die Charaktere. Da Jason eben eine Box-Vergangenheit hat, wehrt er sich fast ausschließlich nur mit den Fäusten, wenn du unbewaffnet in den Kampf gehst. Der wird natürlich auch mal treten, aber hauptsächlich mit den Fäusten. Und bei Lucia ist es genau umgedreht, die wehrt sich eher mit Tritten, aber kann auch mal eine ordentliche Ordnungsschelle verteilen. Dann habe ich Thema Anrufe. In den vergangenen Teilen war es so, du hast jemanden angerufen, wie oft war da die Voicemail dran? In GTA 6 soll es so sein, dass die NPCs, die du anrufst, dass die auch öfter mal ans Telefon gehen. Und auch hier, wie in schon einem der vergangenen Leaks-Videos, wo ich über den WhatsApp-Messenger gesprochen habe, kann es auch hier so sein, du rufst jemanden an und dann wird dir auf einmal eine Nebenmission angeboten, mit der du überhaupt nicht rechnest, weil du eigentlich aus einem völlig anderen Grund anrufst. Sehr interessant. Passagiere sagen dir die Route. Du bist vielleicht auf irgendeiner Mission, hast neben dir noch jemanden sitzen und du willst dich vielleicht ein bisschen auf die Story konzentrieren. Kennen wir, es gibt keine deutsche Synchronisation und ich weiß nicht, ob das mittlerweile in GTA 6 dann der Fall sein wird, was ich mir sehr wünschen würde, auch wenn das die Atmosphäre von diesem, ich sag mal, amerikanischen Stil ein bisschen wegnehmen würde, kann ich jeden verstehen, der sagt, naja, keine deutsche Synchronisierung bitte. Wenn man es an- und ausschalten kann, wäre das natürlich eine feine Sache. Aber es ist oft so, du hast vielleicht gerade eine High-Speed-Verfolgungsjagd und du wirst von links oder von rechts oder wo auch immer wirst du zugetextet. Du kannst der Story von dem, was der von dir will, kannst du überhaupt nicht folgen, weil du vielleicht der Sprache nicht so 100% Englisch mächtig bist. Und du konzentrierst dich eher darauf, dass du vielleicht das Ziel, was du verfolgst, auf der Straße nicht verlierst und kannst eben den Untertitel nicht so richtig lesen. So soll es sein, dass dir deine Mates, deine Kameraden in den Missionen dir die Richtungen weisen, sodass du das, den Fokus nicht verlierst, falls du vielleicht gerade am Lesen bist oder willst die Minimap nicht verfolgen und. Luftunterstützung ebenfalls geil. Passt zu dem, was ich gerade gesagt habe, wirst du sicherlich nicht gleich von vornherein in der GTA 6 Story machen können, aber über kurz oder lang, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, gehe ich davon aus, spielst du irgendwas frei und wenn du vielleicht gerade jemanden verfolgst, hast das Ziel aber aus den Augen verloren, ist es ja oft so gewesen, dann wurde die Mission als gescheitert erklärt, dann kannst du Luftunterstützung rufen, sicherlich nicht bei jeder Mission und dann kannst du sagen, hier das und das Auto suche ich, hilf mir bitte und der kann dich dann bis zum gewünschten Ziel lotsen, der Helikopter. Finde ich ebenfalls eine sehr coole Sache. Obdachlose, ebenfalls ein sehr kleines, aber feines Detail, was eingeführt wird. Und die Obdachlosen, die sitzen da nicht einfach nur so rum. Es kann sich lohnen, Obdachlosen auch einfach mal Gehör zu schenken und sie positiv zu behandeln. Wenn du da nur mal einen Dollar pro Tag hinschmeißt oder alle paar Tage, wenn du jemanden siehst, einfach mal eine kleine Spende. Denn es kann sein, dass die dir später auch mal nützlich sein könnten, wenn die in deiner Umgebung irgendwie, ich sag mal, ihr Territorium haben, könnten die Informationen haben. Also behandle die gut. Es könnte sein, dass du irgendwann mal hingehst und sagst, hey hier, ich brauche ein paar Informationen, hast du was gesehen, ziehst ein Scheinchen und dann ist alles schön. Also behandle die Obdachlosen gut. Drogen, es soll natürlich möglich sein, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir verschiedene Drogen nehmen können in diesem Spiel. Und die werden deine Gesichtszüge ändern können, das sollst du wohl auch sehen können. Kann zu einer verschwommenen Sicht führen, das kann zu einem Blackout führen, das kann zu Abhängigkeit führen und auch dein Sprachverhalten kann beeinflusst werden. Eines dieser vielen kleinen Dinge, die zum Realismus bei steuern. Lucia als Motivationskünstler, das soll wohl wie so eine Art einzigartige Fähigkeit sein, die Lucia besitzt. Sie soll wohl in der Lage sein, in bestimmten Missionen so eine Art, wie über so ein Teamspeak-Radio, muss es ihr möglich sein, so eine Art motivierende Reden zu halten, sodass du einen extra Schub Motivation für dich und das gesamte Team
mit dem du vielleicht gerade irgendwie einen Banküberfall planst oder gerade durchziehen willst. Das gibt bestimmt irgendeinen Buff, den du für deine gesamten Leute bekommst. Müssen wir aber mal abwarten. Also in den Leaks wird das nicht genauer beschrieben, aber teammotivierend reden, irgendwas wird da wahrscheinlich an Moral gesteigert werden. Was das für einen Effekt genau hat, müssen wir mal abwarten. Und als letzten Punkt nochmal etwas zu Lucia, auch zum Thema Realismus. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf und so soll Lucia relativ stur sein, sehr, naja, ich lasse mir nicht helfen. Sie bittet eher auf subtile Art und Weise durch die Blume, dass sie vielleicht bei irgendeinem Feuergefecht Hilfe braucht und versucht lieber alleine klarzukommen, anstatt direkt ihr ins Gesicht zu sagen, hilf mir mal. Also zwischen den Zeilen lesen. Ihr wisst Bescheid, das waren 10 weitere Leaks. Ich habe noch jede Menge mehr. Freut euch auf die nächsten GTA 6 Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.